Damit ein herzliches Willkommen hier aus unserer FNs 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season Nummer 5 und das hier in Spa-Francorchamps bedeutet auch, wir haben den nächsten Sprint im heutigen Video. Ich würde mich gern freuen, falls euch mein Content gefällt, dass ihr euch gerne einen Daumen oben da lässt und auch, falls ihr es noch nicht habt, ein kostenloses Abo. 7004 Meter ist die Strecke lang, 19 Kurven, 2 DRS-Zonen und was soll ich sagen, sie ist einfach ein Schnuckelchen. Eine so geniale, aber auch sehr gefährliche Strecke. Gehen wir ins Qualifying rein. Und da geht es auch schon los. Unser finaler Run, ihr seht es oben rechts an der Zeit, die geht erbarmungslos runter. Let's go, Lasurs Exit war jetzt eher mittelmäßig. Traktionskontrolle mittel, Schwierigkeit 95. Selbst schalten, also jetzt ist mal alle Basics geklärt. Orange, Radignan, rauf. Hier gab es wirklich schon sehr, sehr viele Unfälle, auch in der jüngeren Vergangenheit des Motorsports mit David Fantoff, aber auch Antoine Hubert ist hier leider tödlich verunglückt. Jetzt geht's dann Richtung Le Compass. Jetzt zack und zack. Eine sehr, sehr schöne Kurvenkombination. Man hat aber auch rechts ein Kiesbett reingegeben. Das ist leider im Game noch nicht drin. Die langgezogene Rechtskurve. Wenn du hier den Zeitpunkt verpasst oder zu früh aufs Gas gehst, ist das wirklich so und so ein Big L. Jetzt geht's in Double Gouge rein. Hier doppel links. Alles fast full. Nur beim Einlenken bin ich einmal kurz vom Gas runtergegangen, beim Rausbeschleunigen hier Track Limits ganz, ganz haarig. Jetzt dann hier in den letzten Sektor rein. Also wir haben noch die eine rechts, links und noch einmal rechts. Dann ist mal der Mittelsektor durch. Eine sehr lange, aber sehr, sehr schöne Strecke. Und dann geht es in die letzte Sektion. Viele Full-Speed-Passagen hier in Blanchiment, doppel links dann. Jetzt hier Blanchiment, unfassbar. Auch hier gab es schon sehr, sehr schwierige und krasse Unfälle, schwierig ist das falsche Wort dafür. Jetzt geht's in die letzte Schikane, die Bus-Stop-Schikane und dann sind wir schon durch. Eine Runde hier in Spa-Francorchamps. Wo wird die Uhr für uns stehen bleiben? Gucken wir uns die Startaufstellung für den Sprint an. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Leclerc, Tsunoda, Bottas. Der Wissenschaftler? Norris. Stroll, Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Senna, Theo Pourchaire, Drugovic, Albon, Magnussen, Liam Lawson, Sargent, De Vries, Joe und Doohan. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Das ist nicht so gelaufen, als ich mir das Ganze gedacht hätte. Deswegen nur leider der 7. Platz. Ich hoffe natürlich, wir können im Sprint jetzt die ein oder andere Position gut machen. Lights out und let's go. Sprint Race Nummer 3. Nach Aserbaidschan und Spielberg sind wir jetzt auch hier in Belgien unterwegs. Turn 1, unfassbar eng. Wir haben genug Platz gelassen und sind der große Gewinner, der Lasurs. Also wirklich, Turn 1, toll gelungen, aber außen will jetzt hier ein gewisser Charles Leclerc und bremst dann mitten auf Rouge ab, was ich absolut nicht verstehen kann, was natürlich jetzt auch nicht gut für uns war, denn wir mussten vom Gas gehen und jetzt hinter uns ist direkt Yuki, der an uns vorbei will. Ich kann vor Glück reden, dass ich den Windschatten und vor allem auch das ERS benutzen konnte, um da vor Yuki zu bleiben. Aber was Leclerc hier vorhatte, ist mir noch ein Rätsel, auf jeden Fall, aber ja, kann ich jetzt nicht ändern. Ich weiß nicht genau, was das werden hätte sollen. Leclerc ist vor uns, vierter ist, ja, wir sind auf den 5. Platz vorgerückt, die 3 Plätze gut gemacht beim Start. Muss ich auch sagen, mit dem Q nach innen gehen und da hatten wir wirklich das die perfekte Lücke. Jetzt hier durch die erste Runde, ja, werden wir kaum mehr jemanden überholen. Vielleicht im letzten Sektor noch ein bisschen an dem Vordermann dran arbeiten, aber auch der Hintermann. Ja, Yuki scheint mir heute wieder in Topform zu sein, auch in den letzten Rennen. Immer wieder gegen Yuki gefightet. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn du einen gewissen Vorsprung der Weltmeisterschaft hast, so wie ich. Denn ja, wenn es dann wirklich um jeden Punkt geht. Denn Yuki war am Anfang der Season halt leider noch nicht da. Und da hatte ich eher mit Esteban Ocon und Max Verstappen zu kämpfen. Jetzt hat sich so ein bisschen das Pendel in Richtung Mercedes bewegt. Und ja, Russell und auch Yuki sind jetzt aktuell echt sehr, sehr stark unterwegs. Und
Da kommt der Überraschungsmove. Ob der dirty war, dürft ihr gern selbst entscheiden. Ich finde ihn ehrlich gesagt klasse, denn er hat absolut nicht damit gerechnet, dass sich hier rauszupft und Bastop lässt uns halt auch zu, dass du so einen geilen, ja, Overtake hier machen kannst. Gucken wir uns die Start-Replay an. Wir sind das orange Auto hinter den beiden, rötlich-orange Auto hinter den beiden Mercedes-Jungs. Auch Senna heute nicht gerade eine Glanzleistung. So, hier in Turn 1 dann rein und ja, da ist halt leider der große Verlierer Yuki Tsunoda. Vor allem bin aber auch teilweise ich der große Verlierer. Ich meine, ich konnte zwar den einen oder anderen Platz machen, aber dass hier ja, Charles Leclerc da von außen drauf geht, das ist sehr gewagt, aber auch sehr stark. Hier auch dann das gewagte Manöver von mir. Wie gesagt, entscheidet ihr gern. Beim Rausbeschleunigen war ich ein bisschen zu hektisch, weil ich auch den kompletten Körper ausgenutzt habe, um dann halt da keine Probleme zu bekommen. Jetzt geht es dann hier in Richtung La Sursa. Vor allem, finde ich, war der Start wirklich toll und er hat auch richtig Spaß gemacht, gegen einen Ferrari zu kämpfen. Dann noch zum Schluss dann gegen den Mercedes. Jetzt gehen wir hier in Runde Nummer 3 und ich hänge noch ein bisschen hinter Max Verstappen fest. George Russell ist mittlerweile auch Geschichte, den konnten wir überholen. Aber ob das für die Kampfgruppe reicht, ich sehe zwar immer wieder, dass Sainz rauszupft, denn Verstappen kommt ganz, ganz nah an ihm dran hier. Aber wird das reichen, um, ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte zu machen? Das kann ich euch leider noch nicht beantworten. Jetzt mal runter, das schaut sehr, sehr gut aus. Ich komme sogar unter die 4 Zehntel. Ja, ich hoffe natürlich. Ich meine, jeder Platz ist wertvoll, aber auch der Dritte wäre natürlich top. Ich meine, entweder vom 8. oder vom 3. starten, da nehme ich schon den 3., denn da hast du halt schon eine potenziell oder prozentuale bessere Chance, gleich mal beim Start eventuell ein paar Leute zu überholen, aber dann auch vielleicht, ja, die ein, zwei Kurven danach. Wir wissen ja, gerade Belgien, da ist es halt auch besser, du bist eher Zweiter als Erster, denn der Zweite hat da wirklich sehr, sehr gute Karten, es sei denn, du bist Perez gegen Verstappen, dann ist es eher was anderes, aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Hier machen wir die meiste Zeit gut, da geht es wieder unter 4 Zehntel, knapp, ja, jetzt sind wir unter 4 Zehntel, Bastop, sollte ich einen guten Exit haben, dann könnte, der Grosche hier war nicht gerade das Beste. Trotzdem bleiben wir hier im halben Sekundenfenster. Wenn der Exit aus Turn 1 und vor allem auch der aus Radillon gut ist. Turn 1 war top, war sehr gut. Ah, dieser leichte Pendler da immer. Dieses Oversteer. Ich hatte wirklich das komplette Wochenende damit zu kämpfen. Im Training schon begonnen, dann im Qualifying auch teilweise. Ja, da kommt es fast hier zu... Ja, das war gar nicht so gut. Jetzt kommen wir aber dennoch mit DRS-Hilfe immer näher an das Heck von Max Verstappen dran. Der schert aus, Sainz deckt ab, ich könnte so, ja, was Gutes machen, aber das reicht nicht. Jetzt probiere ich mich hier neben Max Verstappen zu setzen, hier runter, das geht sich aber nicht aus. Wir müssen hier wieder zurückstecken und hier ist schon George Russell, den wir vorhin schon überholt hatten. Jetzt aber, ja, ganz schön im Angriffslust hier. Das kann noch einmal sehr, sehr interessant werden. Wir haben noch einmal die komplette lange Geraden vor uns. Und ich glaube, der wirklich mit den schwierigsten Karten ist Carlos Sainz, denn er ist der Einzige, der von der kompletten Spitzengruppe kein DRS mehr bekommen wird. Jetzt tue ich mir aber ein bisschen schwer, hier die letzten Kurven da dran zu bleiben. 4 Zehntel, gucken wir mal, wie es dann bei Radillon Rouge aussieht. Ja, dann nehme ich die Verwarnung mit. Ich komme hier kaum mehr um die Kurven. DRS wird noch einmal enabled. Max Verstappen zupft wieder an der rechten Seite raus. Diesmal viel früher und da geht's nebeneinander rein, da kommt's zur Berührung, aber auch nicht ganz. Diesmal nicht so nah dran und Verstappen deckt doch besser ab. Ja, diesmal ist es nichts geworden. Ich habe noch eine Hoffnung so ein bisschen, dass ich die im Blanchiment bzw. auch im Bus-Stop nochmal ein bisschen näher komme. Aber ja, die Hoffnung kann natürlich jetzt auch gleich wieder schwinden. Gucken wir uns das Ganze noch einmal an, hoffen wir noch ein bisschen, aber alles sieht danach aus, als ob wir aus der zweiten Startreihe ins Rennen gehen werden. Belgien natürlich auch wieder top, aber eine extrem lange Renndistanz, weswegen wir auch heute wieder ein 28-Minuten-Video haben. Sorry an alle, die eher 10-Minuten-Videos mögen, aber es war einfach viel zu viel Renn-Action hier drin, um das Ganze dann in ein 10-Minuten-Video zu quetschen. Sadala, hier sehen wir uns das Ganze noch einmal an. Da habt ihr den Overtake, den ich vorhin nicht gezeigt habe. Anna Rouge ran, gesaugt dann hier an der Gegengeraden. Dann einfach an George Russell vorbeigezogen und hier dann einfach später gebremst.
und vorbei gewesen. Das war, glaube ich, nicht die schwierigste Aufgabe. Hier war ich so nah dran, wirklich hatte einen wesentlich besseren Eingang in die Kurve als Verstappen und Sainz, aber da hat mir so ein bisschen das Durchhaltevermögen gefehlt und hier war dann kaum Platz für zwei, um den Körper mitzunehmen. Auch hier Russell sehr, sehr stark, der kommt da direkt raus. Huch, das kann noch einmal sehr, sehr heiter werden. Die fünfte Runde hier, ja, da sind wir jetzt auch in Blanchimont. Genau die gleiche Stelle noch einmal, da muss ich einmal abdecken, sonst wäre Russell vorbei gewesen. Doch das, ja, wirft dann leider auch die Tür gegen die Jungs da vor mir zu. Es kommt aber auch kein Manöver mehr von Verstappen, der macht das ganz, ganz clear. Geht dann nicht, kein Risiko im Busstop ein und nimmt sich den zweiten Platz mit. Sainz sichert sich die Pole und wir starten vom dritten Platz. Gucken wir mal, wo unter anderem auch Senna ins Rennen gehen wird. Für Tempo-Fanatiker eine der schnellsten Strecken im Kalender. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir der Wissenschaftler, Russell, Leclerc, Tsunoda, Bottas, Norris, Gasly, Stroll, Senna, Ocon, Theo Pourchaire, Oscar Piastri, Albon, Drugovic, Sargent, De Vries, Magnussen, Joe, Doohan und Liam Lawson. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Und bei mir ist heute Stefan. Und das Römer. Sind wir nun. Während der Startaufstellung. Wir sind hier auf dem dritten Platz, haben guten Blick auf die Pole Position. Ich würde mal sagen, lights out und let's go. Sainz hat einen grottigen Start, was uns hier direkt die Tür öffnet in Turn 1. Doch ich muss zurückstecken, denn Sainz bremst unfassbar spät und da wollte ich mich nicht drauf einlassen. Da sind doch wir wieder der große Verlierer der ersten Kurve, denn wir haben keinen Platz gut gemacht. Verstappen sichert sich hier vorerst mal den ersten Platz, Sainz ganz knapp dahinter. Und wir kommen jetzt auch schon immer näher an das Heck von Carlos Sainz Jr. dran. Wird das reichen, um uns hier dran vorbeizuarbeiten? Die Pace scheint es nicht zu geben, aber wir gehen dennoch an Carlos Sainz Jr. hier in der ersten Runde vorbei. Es war kein cleanes Manöver, doch ich wollte halt einfach hier den Sainz bezwingen und ich wusste auch, wenn wir das die erste oder zweite Runde nicht schaffen, dann ist es auch vorbei. Max Verstappen hier in der Führung, aber wie lange noch? Wird das reichen? Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Hier ist noch alles gut gewesen. Mein Start war eigentlich viel, viel besser als jener von Carlos Sainz. Ja, Red Bull ist ein bisschen ähnlich wie ich gestartet, aber die kommen so spät hier an mit der Bremse. Also wirklich, das ist so krass, wie ganz, ganz spät die Boys da bremsen können. Und dann geht's hier rauf, Eau Rouge, Full Speed. Aber ich, ja, traue mich da irgendwie noch nicht ganz so, mit dem Full Speed mitzugehen. Hier dann im Windschatten sorgen wir uns da dran an Carlos Sainz. Früh rausgezupft, aber ob das hier so clean war, ja. Ich meine, ich habe ihn da schon ein bisschen auflaufen lassen. Das war eher so, ja, Verstappen-like vor zwei Jahren oder so. Jetzt gehen wir Ende erster Runde hier auf Startziel wieder. 1,6 Sekunden ist mittlerweile Yuki auf dem zweiten Platz. Max Verstappen jagen wir immer noch. 18. Rückstand. Lasurs raus war okay. Eine Zehntel gefunden. Jetzt kommt schon der Windschatten-Effekt. ERS is on. Jetzt jagen wir. Max Verstappen. Eau Rouge Radilion Rob. Das ist okay. Wir kommen immer näher. 3 Zehntel. 2,5 Zehntel. Noch nicht ganz. Jetzt 2,5 Zehntel. 2 Zehntel. Jetzt in unter 2 Zehntel, wir werden nicht vorbeikommen. Aber Verstappen vertut sich hier und da kommt es zur Berührung. Bin ich da tatsächlich schuld? Ich meine, ich war mir da sehr, sehr unsicher. Aber Max Verstappen hat sich da, gucken wir uns das in der Ripple noch einmal hier an. Aber ich lenke ganz normal ein, ich war gar nicht irgendwie drauf versessen, irgendwie an Verstappen da vorbeizukommen. Ich war einfach nur so, ich will die Kurve normal fahren und Verstappen, ja, fährt einfach gerade weiter. Ähnlich wie Sergio Perez in der Vorseason. Da war uns das Gleiche schon einmal passiert. Doch
Das ist gar nicht so. Ich gucke mir jetzt das noch einmal hier an. Also, ja, das ist ganz klarer Fehler von Verstappen. Da macht er die Lenkung auf, weil er die Kurve nicht schafft. Und ja, hier direkt fünfte Runde. Max Verstappen macht uns wieder gleich. Er geht wieder an uns vorbei. Und das mit so einem Geschwindigkeitsüberschuss, da kann ich aktuell nicht ganz mithalten. Yuki hinter uns kann sehr gut mithalten. Der ist auch ganz knapp nicht im DRS-Fenster. Und jetzt heißt es dann schon mal, bei 15 Runden machen wir einen Undercut. Das könnte uns auf jeden Fall eventuell nach vorne bringen. Kommt halt drauf an, wo wir ja nach hinten rauskommen. Wird das mit dem Reifen dann bis zum Schluss sich ausgehen. Aber vor allem auch, was macht Verstappen? Wir werden auf jeden Fall versuchen, das Gegenteil zu machen. Ich meine, wenn der bis zur 7., 8. Runde draußen bleibt, das werde ich nicht machen. Ich werde das spätestens, ich meine, ich weiß, 7. Runde ist so Delta Time für, also geht das Pit Window auf. Ich werde versuchen, Ende 6. Runde an Max Verstappen den Undercut zu machen. Das war jetzt aktuell, da habe ich ein bisschen einen schwachen Mittelsektor gehabt. Wir sind aus dem DRS-Fenster rausgeflogen, aber hier kann ich so viel Zeit gut machen. Wir können die Kurve so perfekt full fahren und ich glaube auch mit dem nötigen Setup hier ist es einfach viel, viel besser mit unserem Auto hier im letzten Sektor. Aber so im Mittelsektor ist dann doch die Konkurrenz teilweise viel besser. Aus der ersten Kurve raus ein guter Exit, sonst bekommen wir das nötige DRS nicht mehr, um nach Radillon nach den Bullen zu greifen. Es wird aber bei 18. sowieso kaum möglich sein, hier an Max Verstappen noch einmal vorbeizugehen. Den Berg hetzen wir hier rauf, doch ich habe schon im Fokus drinnen, Ende dieser Runde geht es in die Box rein, noch einmal alles geben und dann irgendwie versuchen, in die Lücke, wenn ich links unten auf die Minimap gucke, in die Lücke, die gerade bei Eau Rouge ist, da irgendwie reinzukommen. Das wäre natürlich top, denn du hättest wirklich Zeit, dir die Reifen einzuteilen, musst nicht direkt fighten und ich kündige jetzt auch den Boxenstopp an. Das kann noch einmal heiter werden. Jetzt, gerade jetzt so, und dann kommst du auch wieder näher dran an dem Vordermann hier, wieder auf 6, 7 Zehntel. Ja, aber jetzt wieder am Ende hier auf 9 Zehntel und da denke ich mir, das bringt nichts mehr. Wir machen den Undercut, auch Yuki hinter uns, der ist nah dran und der wäre bestimmt auch im Undercut-Fenster gewesen. Ich lasse mich da auf keine Eventualitäten ein. Wir gehen in die Box rein und gucken mal, vielleicht könnte das reichen, um uns hier wieder an die Spitze nach vor zu schwappen. Wir waren schon vorne, aber es ist halt wirklich immer einfacher, hinterher zu fahren, als vorbeizukommen. Aus der Box raus und ich habe es tatsächlich in die Lücke geschaut. Oh mein Gott. Da wäre ich fast abgeflogen. Die Boxenausfahrt, ja, da gefällt mir die ältere ein bisschen besser, wo du neben der Eau Rouge rauskommst. Ich glaube, da verlierst du auch etwas weniger Zeit. Doch ja, das ist jetzt mal eher so zweitrangig. Wir kommen in einer guten Lücke raus. Drugovic hinter uns, 1,5 Sekunden mit dem ersten Reifen wird er sowieso da nicht näher drankommen. Auch Piastri vor uns ist da jetzt gute 7 Sekunden weg und ich muss hier direkt die Lenkung auffangen, weil ich den Scheitel nicht erwischt habe. Das ist natürlich, ja, suboptimal, wenn genau das direkt in der ersten Runde passiert oder direkt in den ersten paar Kurven passiert. Da bekommst du direkt Vertrauen in den Reifen. Es sind noch 8 Runden zu gehen und ich glaube, das sollte der gelbe Reifen dann easy schaffen. Ich habe aber auch nicht mit Reifen Problemen auf dieser Strecke gerechnet. Purple, jetzt ist auch Verstappen in der Box und er kommt zur gleichen Zeit als wir raus. Gucken wir jetzt einmal hier rechts und da ist Max Verstappen. Wir haben den Undercut tatsächlich gewagt und geschafft. Kommen ganz, ganz knapp vor dem Niederländer raus. Aber wird das reichen? Der wird vermutlich hier den Overtake versuchen. Doch ist ein bisschen weiter weg. Hat natürlich jetzt auch die kalten Reifen. Und das Gute für uns ist, der ist hier. Oh mein Gott, der zieht einfach an uns vorbei. Er nimmt das scheiß DRS mit und zieht hier einfach an uns vorbei. Aber diesmal lasse ich mich nicht abschrecken. Ich möchte hier ähnlich wie vorhin gegen Sainz an ihm vorbeigehen. Neben Verstappen setzen wir uns hier. Gehen auf den Körper ein bisschen weiter rauf. Das hat noch nicht ganz gereicht. Und an der langen Rechtskurve gehen wir hier an Max Verstappen außen vorbei und übernehmen die Führung. Jetzt mal so, bis die anderen halt, oder halt bevor die anderen in der Box sind. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal ein Auge auf Yuki haben, denn der führt aktuell den Grand Prix an. Und vor allem kann der noch so den Overcut versuchen. Bin mir da jetzt aber auch ehrlich gesagt nahezu sicher, dass der das nicht mehr schaffen wird. Denn unsere Reifen sind dann halt einfach viel zu frisch, um uns da over zu karten. Jetzt geht es in den letzten Sektor rein. Doch Max Verstappen, der gibt nicht nach. Der ist unerbittlich und drückt da unnormal an.
hat nicht mal eine halbe Sekunde ist er hinter uns. Und ich glaube, wenn ich nicht zaubere aus den letzten nächsten Kurven hier und auch aus der ersten Kurve raus, dann wird der wieder nah dran sein. In, ja, Blanchiment und vor allem dann auch auf der langen Geraden. Jetzt ist auch der Teamkollege in der Box und die restliche Spitze. Sprich, wir übernehmen jetzt vorerst mal die Führung aus Turn 1 raus. Sollte das dann gelingen. Es ist Yuki, der auf den weißen Reifen geht. Gut, der hat sowieso alles hier verloren. Also der wäre echt ein toller Kandidat für den Sieg bzw. fürs Podium gewesen. Doch ob sich der mit dem weißen Reifen hier auf dem dritten Platz halten kann, das ist fraglich. Jetzt aus Turn 1 raus hatte ich einen tollen Exit. Das sind 7 Zehntel, die ich jetzt da gut gemacht habe. Und da gucken wir uns jetzt mal die Replays an. 5. Runde. Und da war ich weit neben der Strecke. Das hat viel Zeit gekostet, weswegen wir da auch aus dem Sekundenfenster rausgeflogen sind. Du kannst nicht jede Runde perfekt fahren. Und ja, das war halt einmal ein Moment der Schwäche bei mir. Nicht nur einer im Rennen, das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Dann hier in Bastop Richtung. Da war Max Verstappen. Und das war genau die eine Runde, bevor wir dann auch in die Box reingegangen sind. Aber auch, ich muss sagen, Yuki hat es kaum irgendwie probiert. War zwar immer ein bisschen dran, aber hat es nie so richtig gewagt, an uns vorbeizukommen. Wir sind in der 12. Runde. Max Verstappen ist immer noch eine halbe Sekunde hinter uns. Teammate by 8.1 seconds. 15. Runde von 15 Runden. Max Verstappen klebt uns dran. Doch das Schlimmste ist schon überstanden hier mit einem fetten Oversteer aus der Kurve raus. Runter hier. Das Schlimmste ist überstanden. Yuki hat jetzt die besten Karten. Mit dem habe ich absolut nicht gerechnet, dass wir mit nach 8 Runden da... Für das gibt es eine Verwarnung, okay. Mit dem habe ich echt nicht gerechnet, dass wir da zum Schluss noch einmal ins Struggling kommen. Aber auch Max Verstappen, der ist jetzt nicht besonders schnell gewesen, hat nicht viele Versuche gewagt, denn er musste natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ein dummer Versuch und Yuki, ja, kassiert uns beide noch. Dahinter ist ein bisschen entspannter Valtteri Bottas auf dem 4. Platz, Leclerc auf dem 5. Platz. Aber natürlich, dieser Yuki, der noch, ja, die besten Reifen aktuell drauf hat, vorhin rausgelacht, aber jetzt ist mir das Lachen auf jeden Fall vergangen. Denn Yuki ist verdammt schnell und sichert sich hier locker den 3. Platz. Wir können ja Erster werden und wir schaffen das auch. Wir gewinnen hier in Spa, Belgien und droppen einen, ja, neuen Rekord. So viele Wins in einer Season ist uns in der F1 23 Karriere noch nicht gelungen. Freut mich auf jeden Fall, was für ein geiles Rennen. Und das hatte wirklich auch viele Höhen und Tiefen. Das könnt ihr mir glauben. Was für ein tolles Rennen und was für ein grandioser Sieg hier beim Großen Preis von Belgien.
Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Ja, jetzt wird es doch interessant zu sehen, wo unser Teamkollege gelandet ist. Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Der Wissenschaftler vergrößert den Vorsprung in der Meisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Wissenschaftler. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Der Fahrer auf dem zweiten Platz. Wenn die Leistungen wirklich anhalten, kann ich mir große Hoffnungen machen, um beide Titel zu verteidigen. Das wäre natürlich top. Und dann gehen wir wirklich da als Weltmeister in beiden Seasons in die letzte finale Season rein. Wird schon ein bisschen heavy werden, auf jeden Fall. Es ist jetzt schon wirklich eine Rekordseason. Du hast so viele, du kannst mit diesen extrem abgegradeten Autos so viele Rekorde schlagen. Wir sehen es jetzt auch schon teilweise. Wir haben in Spanien fast eine unter 1.10. In Stanford waren wir unter 1.10. Das kann ich noch nicht spoilern, scheiße. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber auch in Monte Carlo, da waren wir unter 1.9. Und das sind dann halt wirklich so Erfolge, wo du dir denkst so, wow. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch jeden einzelnen Abo. Ich bin ja so froh und so glücklich drüber, das zu sehen, nach so einer langen Reise endlich mal ein paar frische Abos hier zu sehen, sehr, sehr viele Views und vor allem auch auf die Shorts gibt es extrem viele Views, also vielen, vielen Dank, lasst euch das gesagt sein, 2023 war gut, aber 2024 wird mega, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern ein Däumchen oben da und schaut auch unbedingt gerne auf meinen Social Media Channels vorbei, auf IT-Gaming auf Instagram, aber auch vor allem gern auf it's-tobi auf TikTok. Macht endlich die 13.000 voll. Wir hängen schon seit Monaten bei den 12.500 fest. Ich danke euch dennoch. Es ist so, so schön, euch hier mit mir zu haben. Es geht dass ihr mich begleitet. Sagen wir so mal. Es geht nach Monza morgen oder übermorgen dann. Und ja, ich möchte dann auch wirklich endlich die Road to 100 Grand Prix in F1 23. Und wir sind gerade mal im Januar. Also da sind noch mindestens 2-3 Monate drin, wo wir echt fett eine andere Karriere noch aufbauen können. Für heute soll es das auch mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Bis morgen oder später. Russell wird unser... Nein, es wird Verstappen. Bis zum nächsten Mal und ciao.